du mich? Hey, Leute, herzlich willkommen zu unserem 33. Team Factory Home Workout. Ab gestern, ich sehe nichts. Siehst du was? Ab gestern war es Maskenpflicht. Wer keinen Bock hat auf Nähen, auffallen will, klar, es ist nicht nur unfassbar nicht geschmeidig, sondern auch unglaublich luftundurchlässig. Wir sind unglaublich. Ich krieg keine Luft mehr. Ich muss los. Leute, scheiß drauf. Lasst das. Bindet euch so ein scheiß Ding um. Und ja, auch hier, ich glaube, wir müssen uns da einfach dran halten. Nochmal. Das sind meine Arme. Perfekt. Perfekt, ja. Herzlich willkommen zu unserem 33. Team Factory Home Workout. Und auch heute nur für euch, ohne die Leute da draußen. Mit der Sarah. Hallo. Mit mir und der CrossFit Factory. Ja, Spaß beiseite. Unsäglich. Nicht mein Ding, vielleicht auch nicht euer Ding. Ich glaube auch nicht dein Ding. Aber auch da, es hilft nichts, wir müssen uns dran halten. Ne? Also, mit Masken irgendwo dahin, wo viele Leute sind, und ohne Maske, da wo wir sind. Ne? Wer keinen Bock hat, einen Pfannendeckel. So, Leute, heute ist Dienstag. Wir zeigen euch, was wir sehen wollen, wie wir es sehen wollen. Bevor wir da genau drauf eingehen, seht ihr das Workout jetzt. Pulling out the coupe at the lot, told him fuck 12, fuck SWAT, busting all the bells out the box. I just hit a lick with the box, had to put the stick in the box. Pour up the whole damn field, I'ma get laid. Gut, und da sind wir schon zurück. Ihr seht ein bisschen Equipment um uns herum. Und zwar obligatorisch, wer hat, wer will. Matte, wer sie nicht hat, hat sie nicht. Dumbbell, Kettlebell, Plate, Stuhl und oder Matte für was an der Wand. Okay? Wir haben das Warm-Up. Das Warm-Up sind 3 Runden, 4 Movements, 4 Übungen. Die Sarah macht euch das vor, bevor sie losspringt. Es sind 20 Jumping Checks, 20 Jumping Leg Checks, 10 Scapula Push-Ups und 10 Burpees. Ja. Und los. Macht die schön bewusst, kontrolliert, im Rhythmus, geht in eine schöne Blank-Position und bringt die Füße kontrolliert im Rhythmus der Schulter und des Hintern auseinander und zusammen, okay? Ihr könnt in der Position bleiben, die Scapula Push-Ups müsst ihr schön machen. Macht euch hier fest und kurz, bringt die Brust zum Boden und lasst die Schulterblätter zusammenkommen, okay? Dann schiebt euch raus und geht wieder nach unten zusammen, okay? 10 Stück davon und auch dann könnt ihr quasi schon fast unten bleiben oder ihr könnt 10 Burpees machen, ja? Diesen einfach, um ein bisschen in Ballung zu kommen. Ist ein bisschen zu aktivieren und ein bisschen an die Movements, an die Bewegungen des Workouts und des Kraftteils zu gewinnen. Okay? Von den 4 Movements macht ihr 3 Runden. Okay, wenn euch was fehlt, baut es mit ein. Gut, dann haben wir den Kraftteil. Der Kraftteil besteht aus 5 Movements und es sind 3 Runden aus den 5 Movements. Okay? Und es sind immer 20 Wiederholungen. Wir fangen an mit 20 Bent Over Row. Wir wollen das heute mit einem Gewicht sehen. Nicht irgendwie einarmig, rechts, links, immer das Gewicht mit beiden Händen bewegen. 20 Bend Over Row ist, ihr macht eine schöne Hip-Hinge, schiebt den Hintern nach hinten, habt das Gewicht auch hier in diesem Part des Fußes, okay? Die Knie bleiben fast gerade stehen, die müssen nicht hier sein, ganz leicht angewinkelt, aber nicht hier unten, okay? Schiebt sie nach hinten und lasst sie fast gerade stehen. Brust vorne nach unten zum Boden und dann zieht ihr das Gewicht hoch, okay? Genau, auch da haben die Schulterblätter eine Funktion. Bringt die Schulterblätter hinten zusammen. Okay, lange Arm und Schulterblätter hinten zusammenbringen. Okay, dann könnt ihr, wenn ihr wollt, das Gewicht direkt so lassen, dann macht ihr 20 Bizeps Curls. Auch die macht ihr schön langsam, bewusst, ohne die Pumperbewegung, ne, dass ihr irgendwie Schwung holt oder sowas. Habt einen langen Arm und bringt ihn oben zusammen. Okay, Movement 2, Movement 3 sind Seated, Dumbbell oder Kettlebell oder Plate, Z-Press, okay? Z-Press ist im Sitzen normal mit einer Langhantel. Wir bringen die Füße auch zusammen, haben das Gewicht hier vor der Brust und bringen es jetzt in einem Weg direkt nach oben. Auch da ist der Kopf entscheidend. Ihr seht das, der muss weg und er muss rein. Sobald das Gewicht an der Nase vorbei ist,
muss der Kopf in die Arme reinschieben. Okay? Macht die langsam, macht die bewusst und vor allem macht die so, als hättet ihr eine Langhantel in der Hand. Okay? 20 Z-Press, dann kommen 20 Seated Dumbbell Trizeps Extensions. Ich sehe das schon. Ihr könnt das so halten, ihr könnt es aber auch quer halten. Jetzt lasst die Ellenbogen stehen und bringt sie hinter dem Kopf so tief ihr könnt und rausschieben. Das ist schon schwer mit 15 Kilo, gell? Ja. Ja, geht. Okay, könnt ihr so machen, könnt ihr aber auch quer haben das Gewicht, ja? Gut, dann kommen 20 Dumbbell Lat Pullover. Auch hier habt das Gewicht quer oder längs. Genau, nehmt es am besten so, habt einen langen Arm, legt euch hin, macht euch fest, presst die Fersen in den Boden, weil jetzt braucht ihr hier ein bisschen Gegendruck, das Gewicht am langen Arm vor euch oder über euch zu bringen, okay? Auch das geht nicht besonders schnell, macht es besonders langsam, weil dann fängt es an zu brennen, denn... Was nicht brennt, wächst nicht, okay? 20 davon. 5 Movements, 3 Runden, okay? Für wen das zu schnell war, lest es drunter in der Beschreibung oder schaut nochmal weiter vorne, wo euch das Workout oder das Kraftteil eingeblendet wird, okay? Gut, dann sind wir auch schon beim Workout. Wir haben 2 Workouts. Beide Workouts laufen von 21, 15, 9, ja? 3 Movements, 21, 21, 21, 15, 15, 15, 9 und 9. Wenn ihr das habt, seid ihr mit dem ersten fertig und dann kommt das zweite. Das erste sind 21 Handstand Push-Ups oder Pike Push-Ups, 21 Chair Dips, 21 Push-Ups. 15, 15, 15, 9, 9, 9. Wir zeigen euch das jetzt einmal durch. Handstand Push-Ups, wir fangen bei den Pike Push-Ups an. Okay? Heute vom Stuhl, nicht vom Boden. Schwerer, aber wir müssen ein Stück vorangehen, okay? Das ist die Ausgangsposition. Die hier, Nase zum Stuhl, die ist nicht hier die Ausgangsposition, okay? Die ist hier. Und jetzt schiebt den Kopf nach vorne unten und habt ein Dreieck aus euren Händen und dem Kopf. Bringt den Kopf und nicht die Stirn zum Boden, okay? Falsch ist es, wenn ihr das macht. Ja, komm, runter, Stirn. Ja, wir wollen das nicht machen. Wir wollen den Kopf zur Stirn bringen. Warum? Sehen wir hier. Wir bringen nämlich an der Wand später mal, ja, bei den Handstand Push-Ups, die Stirn auch nicht zum Boden, sondern nur den Kopf, okay? Wer eine Wand hat, wer sich zutraut, setzt die Hände, startet hier, bringt den Kopf, na, ich sehe, der Kopf, nicht die Stirn, zum Boden, den Hintern an die Wand und hier raus generiert ihr die Kraft und Energie und das Timing vor allem, die Handstand Push-Ups an der Wand zu machen, okay? 21, 15 und 9. Danach kommen Chair Dips, Chair, Bank, Bench, irgendwas, Stuhlkante, Bettkante, Badewannenkante, wie ihr wollt, okay? Auch hier könnt ihr es schwerer oder leichter machen, ja? Angestellt ist leichter, schwerer ist mit langen Beinen, aber bringt die Schulter mindestens auf Ellenbogenhöhe oder tiefer, okay? In der ersten Runde macht er 21 davon. Dann Push-Ups. 21 Push-Ups. Brauche ich, glaube ich, kaum noch was dazu zu sagen. Ja, so sind sie. RX Hintern oben lassen, Brust zum Boden bringen. Wer das nicht kann, geht auf die Knie. Okay, das ist die Skalierungsvariante. Wenn er die 21 gemacht hat, kommen 15, kommen 9. Dann seid ihr mit A fertig. Dann habt ihr eine Zeit. Okay? Dann kommen 21 Burpees, 21 2-4-1 Jumping Squats und 21 Candlesticks. 15, 15, 15, 9, 9, 9. Wir zeigen euch jetzt eine Runde. Burpees, easy, ganz normal. Legt die Brust ab und springt einmal nach oben, Hände hinter den Kopf. Das sind Burpees. Okay, Standard ist, die Füße verlassen den Boden und vorher hat die Brust den Boden berührt. Okay, dann Achtung, 2-4-1 Jumping Squats. Wir hatten mal 2-4-1 Squats letzte Woche. Jetzt kommen Jumping Squats. Heißt, die geht tief, geht halb hoch, geht tief und springt. In Motion sieht das so aus. Okay? Ich möchte nicht nur sowas sehen, sondern ich möchte, dass ihr tief seid, dass ihr hier hingeht, wieder tief seid und euch dann streckt. Okay? Und nicht sowas Halbes machen. Denn das, was ihr gerade macht im Workout, ist auch, rasiert den Coach. Ja? Da habt ihr gleich 2 Zeiten. Die Zeiten rechnet ihr zusammen und dann habt ihr einen Score bzw. eine Zeit. Okay? Dann der dritte Movement sind Candlesticks.
Da gibt es auch relativ wenig, wie soll ich sagen, Skalierungsvarianten oder schneller kann man sie kaum machen. Ja? Füße zusammen, Hände auch in den Boden pressen, Schultern. Und ich möchte, dass ihr nicht hier nach hinten geht und hoch. Das möchte ich nicht. Ich möchte, dass ihr von hier direkt auf dem Weg nach oben zur Decke geht und den Hintern einmal den Boden verlasst. Ja? 21, dann habt ihr die drei Movements mit 21 durch, dann kommen 15, dann kommen 9. Ja? Wie gesagt, ich habe es gerade angesprochen, das ist auch quasi gleichzeitig unser Brazilian Coach Workout. Heute macht es nochmal Sarah. Legt wieder vor. Die nächsten Tage werde ich dann wahrscheinlich auch mal mit einsteigen. Ich muss noch ein schönes Workout für mich schreiben. Hast du geschrieben, gell? Ne? Also, ihr habt zwei Zeiten, rechnet die Zeiten zusammen und dann habt ihr einen Score, den ihr bei Sugarwood, wer es noch nicht hat, ladet es euch runter, folgt der CrossFit Factory. Da könnt ihr ins Scoreboard reingehen und tragt dann auch dort euer Ergebnis ein, okay? Ja, und ansonsten, wenn ihr keine Masken habt, wisst ihr Bescheid, könnt ihr uns anrufen. Kommt vorbei, nein, Quatsch. Habt viel Spaß, genießt den Dienstag nochmal. Ich glaube, morgen wird das Wetter nicht so gut, aber hey, schlechtes Wetter ist kein Grund, nicht laufen zu gehen. Kommt bestimmt die Woche. Ja. Viel Spaß, bleibt gesund und bis morgen. Ciao, ciao.